So, alle Leute, Moment. Also, ich sitze jetzt mal gezwungenermaßen hier neben der Kamera, muss ich ja. Weil, wenn ich mich auf der Couch sitze, ist die Kamera zu nah dran an mir. Da ist es, wenn ich das Gewehr in die Hand nehme, da ist es ja nicht komplett im Bild. Also, da bin ich ja zwar ich im Bild, aber das Gewehr ist halt links und rechts nicht mit im Bild. Komplett. Da ist die Länge vom Gewehr. Und zwar, ich hatte es erwähnt, gerade wo ich auf diese Marksman Repeater Luftpistole eingegangen bin, die sowohl Punktkugeln als auch Diabolus verschießt, wo man Zähne, ich versuche es jetzt mal hier mit dem als Beispiel zu zeigen. Ich habe noch ein anderes Gewehr hier, ich will es aber nicht mit einer anderen Gewehr als Zeigestöckchen zeigen. Ich nehme mal hier meinen Kamm hier. Von meinem Kamm hier das Handsteck. Moment, ich muss es aber umdrehen. Moment, bei der Marksman Repeater, also bei der Luftpistole, wo man hier 10 Punktkugeln reinbekommen hat und dann, wenn man es hier vorgezogen hat, konnte man diese 10, die man hier schon reingefüllt hat, konnte man hier so. Na, bleib stehen. Also hier ist es halt anders. Hier ist das Röhrenmagazin. Hier werden sie reingefüllt, wo normalerweise bei einer echten Winchester auch die Patronenhülsen reinkamen. Die Patronen. Hier könnte man normalerweise bei der Marksman Repeater, wo ich schon ein Video dazu gemacht habe, 10 Punktkugeln reinfüllen. Dann hat man das, die Waffe, in dem Fall hier hält das Gewehr nach unten, also nach vorne. Bei der Marksman Repeater, bei der Pistole, hat man es halt rückwärts gehalten. Und dadurch sind die 10 Kugeln, die man hier schon reingefüllt hat, hier vorne reingerutscht. Also in dem Fall bei der Marksman Repeater war es hinten. Ist eine Pistole, ist ja kein Gewehr, von der ich jetzt spreche, die Luftdruckwaffe. Und da könnte man nochmal 10 nachfüllen. Also hat maximal 20 Schuss gehabt, 20 Punktkugeln. Und hier bei der, Moment, jetzt muss ich es näher reinholen. Das ist die sogenannte Daisy 1894. Ich glaube, Umarex, also ursprünglich der Hersteller, mittlerweile werden sie auch, soweit ich weiß, von anderen Herstellern in Lizenz vertrieben. Hier hat man, wie ich eben schon erklärt habe, wo normalerweise bei einer echten Winchester die Patronen reinkommen hier. Hier hat man ein Röhrenmagazin. Da passen hier 40 Punktkugeln rein. Das ist noch die ältere Variante, wo noch hier 40 Schuss reingepasst haben ins Röhrenmagazin. Mittlerweile soll es. Also die Luftgewehre werden heute noch produziert und gebaut und verkauft. Aber mittlerweile soll es nur noch auf 15 Schuss begrenzt sein. Also hier das Röhrenmagazin. Das waren 40 Punktkugeln von da bis da, also das eigentliche Röhrenmagazin. Und jetzt ist es wahrscheinlich nur noch hier auf 15 begrenzt. Von da bis da. Keine Ahnung, aus welchen Gründen, warum hier nicht mehr so eine große Munitionsmenge hier verkauft werden darf, also wie hier 40 Schuss. Und wie gesagt, habe ich jetzt hier 40 Punktkugeln von da bis da rein. Müsste das Gewehr dann nach unten halten. Also hier wäre es jetzt voll mit Punktkugeln. Dann hier das nach vorne ziehen, da rutschen automatisch schon mal 10 hier hoch. Zurücklassen, da steht es ungefähr hier dann so. Ja, gut, das werden ungefähr 10 sein. Ich schätze mal hier, so wie es schon abgekotzt ist hier. Das dürften 10 Punktkugeln sein oder grob. Und dann kann ich halt hier nochmal 10 nachfüllen. Also hätte ich jetzt hier 40 im Röhrenmagazin. Jetzt hier 40 im Röhrenmagazin und hier habe ich 10 Punktkugeln drin, also maximal 50 Schuss sogar. Wie gesagt, macht man diesen Ladevorgang nicht. Wäre es bei der Marksman Repeater, bei der Luftpistole wären es 10. Man kann aber, wie gesagt, tricksen, die 10, die man bereits reingefüllt hat, schon vorladen und dann nochmal 10 nachfüllen. Also hat man maximal 20 Schuss und hier hätte man theoretisch maximal 40 Schuss. Macht man aber den Trick und macht hier schon hier 10 rein hier. Hat man natürlich jetzt hier wieder Platz für 10 weitere, also kann man hier nochmal auffüllen. Das Röhrenmagazin hat man dann hier 40 Schuss und hier 10, also 50 Schuss.
Ja, das war eigentlich auch der Grund, warum ich sie mir gekauft habe. Einerseits, wie gesagt, wegen dem Aussehen wie in Manchester. Also damals 1990. Also ist mittlerweile 32 Jahre alt, dieses Gewehr. Und keine Ahnung, wo ich es 1990 gekauft habe, ob es da auch schon im Jahr 1990 gebaut wurde oder ob es schon eher gebaut wurde und ich habe es erst 1990 gekauft. Also da hat es möglicherweise auch schon 2, 3 Jahre auf dem Buckel gehabt. Also können es 35 Jahre alt sein, hier dieses Luftgewehr. Das war halt, wie gesagt, der Grund. Einerseits kennt man ja, also jetzt ist es leer, jetzt kann ich es mal probieren. Wo ich das letzte Mal hier beim Hähnenluftgewehr nicht auf die Art vom Nachlademechanismus hier gekommen bin. Ich habe es dann nachgelesen, ist mir da eingefallen, Kammerstängel, also hier Repetierhebel oben. Hier. Und hier ist es halt klar, also Winchester, Unterhebel-Repetierer. Drei Finger, also das wäre mein Abzugshänger dann hier. Drei Finger hier rein, hier, mit diesem Bügel. Zeigefinger natürlich jetzt hier nicht drin lassen, sonst klemmt man sich selber ein. Zeigefinger außen. Und dann halt. Also immer noch hier Daumen und Zeigefinger weg. Und dann halt zurück. Da sieht man es ja. Mensch, ich habe gerade die Kippe in der Schnauze. Also jetzt habe ich durchgeleiten. Da sieht man es ja. Jetzt ist der eine Stückchen hier zurückgegangen. Es kann aber noch nicht abgedrückt werden hier. Also ich drücke jetzt nicht mit Absicht doll drauf, ich will es nur leicht zeigen hier. Also er blockiert doch. Das ist so eine Art wie die Sicherung hier. Hier erkennt man es ja vielleicht schon ein bisschen, hier ist was leicht Rotes zu erkennen. Wenn ich ihn jetzt noch weiter zurück mache. Jetzt ist hier ein rotes Ding zu sehen. Eben, ja gut, ich muss jetzt nochmal durchleiten. Also eben hat man es auch gesehen, in dem Moment, wo ich den Hahn nach hinten gezogen habe, hat auch hier der Abzug sich anders bewegt hier. Ich schieße jetzt mal nach oben, normalerweise hätte ich auf den Boden geschossen, aber ich weiß definitiv, im Augenblick ist nichts drin. Achtung. Gut. Versucht mal hier auf den Abzug zu achten. Sekunde, ich mache mal eine Sekunde aus, dass ich beide Hände frei habe. Und trinke nochmal kurz einen Schluck Kaffee, weil wenn man die ganze Zeit reden muss, ist es doch ein bisschen nervig. Wenn ich ihr, von mir aus könnt ihr auch einen Kaffee trinken. Ich habe jetzt nur vergessen, zu sagen, ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Ich habe nur trinke nur noch einen Schluck Kaffee, also damit habe ich mich selber gemeint. So, wenn ich es hier mache, verdecke ich den Abzug. Ich versuche es mal so zu machen, behaltet mal hier den Abzug im Auge. Normal noch, gell? Und Achtung, jetzt wenn ich es zurück mache. Ich versuche noch näher ranzuhalten an die Kamera. Hab mal gesehen, jetzt ist hier da ein Stück hintergegangen und der Abzug hat kurz nach vorne geschnippt. Jetzt hat er sich halt bewegt. Also jetzt ist so eine Art, kann man sagen, das Gewehr hat selber beim Durchleiten eine Art Sicherung aktiviert. Also es geht dann erst, wenn ich das hier komplett nach hinten ziehe. Also im Augenblick wird der Abzug hier blockiert hier. Und deswegen ist auch hier die rote Farbe hier aufgepinselt, damit man halt weiß, hier ist das draußen, also sehe ich das Rote, dann den Abzug erst anfassen, bevor man schießt. Also das ist das Übliche, halt so nicht selber auf sich richten. Also hier die. Ich fasse jetzt natürlich nicht unten Abzug rein, ist ja klar, hier sind meine Hände. Nicht selber hier die gefährliche Seite hier vom Lauf auf sich selber richten oder auf sein eigenes Gesicht richten. Und generell, wenn man wirklich mal vorne reinguckt, Pfoten weg von hier, vom Abzugsbereich. Es wird erst geschossen, also es wird erst Finger hier am Abzug gelegt, bevor man schießt. Und natürlich in dem Moment tut man halt die gefährliche Seite vom Lauf von sich weghalten. Und natürlich auch nicht auf andere Menschen, auf Tiere oder irgendwas zielen. Achtung. So, Sekunde, ich zeige es nochmal mit Punktkugeln.
Und dann gehe ich nochmal natürlich mehr aufs Gewehr ein. Wo ich das letzte Mal die Luftdruckpistole nicht vorführen konnte, hier wo ich eine Videorezension dazu gemacht habe. Weil das sind DDR-Punktkugeln hier. Blei oder Graphit hier. Grau. Und hier steht es ja auch. Kaliber 4,4. Und das ist ja natürlich ein, wie sagt man, Gewehr aus den alten Bundesländern, also Umarex, der Hersteller, und da brauche ich halt Kaliber 4,5, also wie hier beim Diabolo. Ja, fokussiere die Kamera, das wird er nicht. Kaliber 4,5 und 177 Inches wahrscheinlich, also hier die amerikanische Bezeichnung von der Munitionsgröße, von der Munitionsstärke, und das ist Spitzkopf Diabolo. Wie gesagt, habe ich ja schon mal in einem anderen Video gezeigt, wo ich auf Luftgewehre und Luftpistolen, wo man auch Diabolos verwenden kann, eingegangen bin. Komme ich noch dazu hier, Gamo, ich habe nämlich auch das Gewehr, also hier vom selben Hersteller, Gamo Delta, das mache ich dann das nächste Video. Kannst du mal kurz schon mal zeigen. Ja. Das ist das Gamo Delta, Kunststoff, Schaft, und da habe ich wahrscheinlich die Diabolos gleich mit dazu gekauft, vom selben Hersteller, also dazu bestellt. Gut. Also ich mache es jetzt mal mit einer oder mit zwei oder mit dreien. Also wie gesagt, nicht die verwenden hier, ist klar, 4,5 DDR-Punktkugel. Sondern hier natürlich Westpunktkugeln, also was heißt Westpunktkugeln, also heute hergestellte. Und das ist Kaliber 4,5, also hier die Punktkugeln hier. Messing oder Kupfer. Ich schätze mal Messing, also Kupfer wäre viel zu teuer. Also wäre es Verschwendung hier Kupferpunktkugeln wegzuschießen, also die dann natürlich nicht mehr wiederverwendbar sind. Hier ist irgendwie auch eine komische Helle drin, habt ihr sie gesehen? Entweder ist hier die Farbe ab, ja genau, die Farbe war nur irgendwie ab, also es ist nur, sag mal, vermessingt. Hier irgendwie war sie eben grau, wo ich sie dazwischen hatte hier. Na ja, gut, das tut die Kamera, das wird er nicht fokussieren. Irgendwie sah sie grau aus, also wie eine Plastikkugel, zwar aber eine Punktkugel, aber wahrscheinlich war hier die Messingbeschichtung abgerieben davon. Also 4,5 Kaliber 4,5 Punktkugeln verwenden. Ja, es ist halt ein bisschen blöd mit Leuten. Ich muss es ja so leiten, dass auch die Kamera das sieht. Also wenn ich das reindrücke. Ja, ist eine Öffnung zu sehen. Da. Ich mach's nur mit rein. Ne, dann klappt's vielleicht nicht. Muss doch mehr reinmachen. Also mindestens erstmal 10, wie ich jetzt gesagt hatte. 4. Ja, ich bin Linkshänder, also ich konnte es jetzt nur so halten. Ich konnte es nicht so halten und konnte es so machen. Also hätte ich auch machen können, aber wäre genauso jetzt für die Kamera verdeckt gewesen. Hier habe ich halt nicht mehr die Originaldose. Deswegen habe ich es halt hier.
Vielleicht war es eine Blisterverpackung, dass ich deswegen hier umgefällt habe hier. Also, weil ich nicht die Scheiß durstete, auch wenn es man da besser gesehen hätte, wie viel Munition man noch hat, weil ich nicht die durchschnittliche Blisterverpackung aufheben wollte, weil die wahrscheinlich scharfkantig war, dass in der Tasche, wenn man sowas transportiert, einen Stoff hätte beschädigen können, also eckig, viereckig. Und halt irgendwelche scharfen Kräuter am Plastik, dass es nicht in meiner Tasche, in meinem Rucksack oder wo ich jetzt sowas angenommen transportieren würde, dass jetzt nicht der Stoff beschädigt wird. Deswegen habe ich hier umgefüllt, also was nicht einzusehen ist, wie viel man noch drin hat. Hier kann man es halt nur vom Gewicht her abschätzen oder wenn man reinguckt. Ich schätze mal, so viertel voll wird sie noch sein. Flaschen hier. Keine Ahnung, was insgesamt die Füllmenge hier ist. Hier. Ja, lass mich wegstehen. Also, ich schätze mal, also 250 Gramm oder was, was hier reinpassen wird. Gut, also jetzt habe ich 10 im Röhrenmagazin hier. Hört man das Geräusch? Wie sie hin und her rollen. Hier sind ungefähr jetzt 10 drin. Ja, hier sieht man es auch. Ja, eben ist es wieder komplett bis an. Halt, ich habe es also vom Bild gehalten. Eben ist es wieder, wo ich es vorgezogen habe, wieder zurückgeschnippt. Jetzt ist es bis hier geschnippt, also jetzt sind hier 10 drin. Ja, jetzt muss ich halt sinnlos 10 mal schießen, aber natürlich schieße ich ja auf den Boden. Ich bin ja hier in meiner Wohnung. Ja. Kann man sogar nochmal verwenden, weil mein Teppich ist sehr weich. Also hat nicht mal die Pumpkugel jetzt beschädigt hier. Soll man eigentlich nicht machen, verschossene Munition. Nochmal benutzen, aber die ist definitiv noch wieder verwendbar. Also die ist noch definitiv unbeschädigt und die anderen werden es genauso sein. Es ist halt, wie sagt man, weniger ein Präzisionsluftgewehr, es ist halt ein Spaßluftgewehr, also für Blinking, auf Blechdosen schießen oder Schusskasten, also Papierzielscheiben, Papierziele. Es ist halt nie für Präzision gedacht gewesen, es ist halt wirklich zum Spaßschießen gewesen. Ja, noch in Ordnung. Kann man auch nochmal verwenden. Drei. Also wie gesagt, immer Abzugsfinger hier weg, hier rüber über den Bügel. Zeigefinger und Daumen natürlich auch weg, dass man hier nicht irgendwo beim Hebel zurück jetzt, dass man sich hier selber einen Finger oder irgendwas einklemmen würde oder hier so, dass man sich hier einen Finger einklemmen würde. Abgesehen davon, dass man Abzug sowieso erst anfasst, bevor man schießt. Immer Daumen und Zeigefinger hier weg hier. Und hier halt die drei Finger hier in den Bügel hier drinnen hier. Das ist ja auch der Sinn hier, warum der Abzug dann nochmal verdeckt ist, dass man normalerweise nicht aus Versehen hier, seit man macht seinen. Jetzt kann ich es ja noch machen. Jetzt ist ja hier, wie gesagt, die sogenannte Sicherung hier, der Haut ist noch nicht komplett rausgezogen. Es sei denn, man macht seinen Finger hier rein. Normalerweise ist ja eigentlich dafür dieser Bügel hier gedacht, auch bei Pistolen, dass man nicht aus Versehen in den Abzug kommt. Dass man hier seinen Finger vor der Schussabgabe immer ausgestreckt oder hier so in dem Fall drunter hat oder hier so hat. Es wird erst Finger in den Abzug gemacht, bevor man abdrückt. Und natürlich, wenn man abdrückt, darauf achten, wo man überhaupt hinzieht beim Abdrücken. Das ist A und O, also im Umgang mit Waffen. Das wird ja klar, also Sicherung hier. Ich schieße das einfach mal weiter. Das dauert ja noch länger, wenn ich jede Kugel einzeln zähle. Hier merkt man es ja auch, also es werden noch 3 oder 4 noch sein jetzt. Dementsprechend ist der Drucker nicht mehr so gut, weil das Gewehr halt schon mittlerweile wahrscheinlich 35 Jahre auf dem Buckel hat. Und wie gesagt, ist ja nur eine Spaßwaffe. Also das hier macht halt am meisten Spaß, jedes Durchleiten, ist klar.
Worum mir auch bei der Hähnel, hier der Kammelstängel, die Art, wie man lädt, gut gefallen hat, auch wenn es hier ideal ist. Ja, ich bin ja Linkshänder, habe ich ja jetzt schon mehrmals in meinen Videos erwähnt. Hier, das ist mein linker Unterarm mit der Tätowierung, das ist mein rechter ohne Tätowierung. Hier, das ist mein rechter Unterarm, das ist mein linker Unterarm. Hier ist es ja wurscht, Links- oder Rechtshänder, also jetzt als Linkshänder. Jetzt als Rechtshänder. Beim Kammerstängel war es halt blöde. Hier war es ausschließlich für Rechtshänder. Also hier der Hebel ging hier zur Seite raus hier. Beim Kammerstängel muss ich wie ein Rechtshänder nachladen. Ja, natürlich für mich ideal gewesen, wenn als Linkshänder hier der Hebel gewesen wäre. Also zur linken Seite raus. Ist aber wurscht, weil ich als Linkshänder trotzdem hier mein linker Unterarm, wie ich jetzt Gewehr halte, ich lege es ja auch an meine linke Schulter an. Also als Linkshänder bist du ja automatisch auch Linksschütze. Also zielst du auch mit der linken Schulter mit dem linken Auge. Oder mit dem rechten Auge in dem Fall als Linkshänder. Aber man legt es halt an der linken Schulter an als Linkshänder, genau wie man es als Rechtshänder an der rechten Schulter anlegt. Ja, war's wohl schon. Ich mache jetzt mal einen in die Luft. Ja. Moment, ich mache es nochmal so, dass man nochmal den Ladevorgang sieht. Achtung. Jetzt mache ich es auch mal, wenn man sieht, hier, dass man erkennt, das kommt ein bisschen Luft raus. Also ich halte es natürlich nicht immer richtig in mein Gesicht. Also ich bin hier hinten. Hier bin ich. Hier, wo ich mit meinem Zeigefinger dorthin zeige und nach da zeigt das Gewehr. Also ich halte es nicht in Richtung meines Gesichts. Ich mache es jetzt nur für die Kamera, dass man möglicherweise auch sieht, wie hier was rauskommt, wenn ich abdrücke. Ja gut, eben hat man ein bisschen was gesehen, jetzt sieht man es nicht. Normalerweise soll man es nicht machen, trocken abdrücken, aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Die Waffe ist ja nicht mehr die neueste. Halt. Nee, also kommt nicht mehr raus. Eben kam ein bisschen hier eine kleine Wolke raus. Wahrscheinlich die Druckluft. Oder noch Reste von Öl. Die war ja jetzt eingeölt, weil sie lange nicht mehr benutzt worden ist. Eine Sekunde, ich zähle kurz meine Pumpkugel nach. Hier habe ich 4er. Hier habe ich 3, also 7er. Ach hier 8, 9er. Tja, entweder habe ich mich verzählt. Also eben beim Läuten, dass ich dachte, ich habe 10 reingemacht, weil hier habe ich nur 9. Ja, ob ich mein das schon hin, hier. Moment. Ich tue gleich, während ich hier meine Punktkugel zurückmache, mitzählen. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, 8, 9, also ich habe 9. Also entweder habe ich eine zu wenig geladen oder sie ist hier irgendwo auf meinem Boden weggerollt. Drin ist definitiv keine mehr. Ich habe jetzt dreimal nochmal geschossen, also leer geschossen. Das sollte man ja auch immer nochmal sicher gehen, dass hier nicht noch irgendwo ein Geschoss im Gewehr sich befindet. Ich mache nochmal eins zur Sicherheit. Ja, jetzt kam mit einer Wolke raus. Genau jetzt habe ich es nicht in die Kamera gehalten. Ah, vielleicht auch, weil ich einen Moment warten muss. Ja, ich warte mal einen Moment und dann mache ich es nochmal und versuche mal in die Kamera zu halten, dass man hier möglicherweise sieht, wie eine kleine Wolke rauskommt. Ich kann nur noch ein bisschen mehr was zum Gewehr erzählen. Sekunde. Ich mache mir meine Zigarette rein und trinke meinen Kaffee. Also, das war es mal. Der Hauptgrund ist klar: wie eine Winchester. Große Munitionskapazität, große Magazinkapazität. Vorher gab es ja immer nur einen Schuss. Also klassische Luftgewehre. Ich meine, hier gibt es auch nur einen Schuss in dem Sinne. Nach jedem Schuss muss ich erst. Hier wird er neu laden, also neu spannen. Aber ich habe halt schon mal 40 Schuss drin. Und ihr wisst das selber vorher, als ehemals DDR-Bürger hier Hähnel-Luftgewehre. Die Standardmagazine hatten 6 oder 8 Schuss. Mit irgendwelchen Maxi, mit irgendwelchen Extended-Magazinen hatte man bis zu 11 Schuss oder glaube sogar noch mehr, also bis zu 17 Schuss.
würde heißen, habe ich durchgeläuten, also einen Schuss bereits geläuten und habe mein Magazin danach aufgefüllt und dann eingesetzt, hätte ich theoretisch bis zu 18 Schuss sogar. Und hier ist es halt 40, allein schon im Röhrenmagazin hier. Ach, hier ist noch eine. Ja. Da ist Nummer 10. Erkennt ihr das Goldene hier? Moment. Nicht, dass es mir verloren geht. Ja. Hier war Nummer 10, also ich habe doch 10 geläutet. Also die waren noch im Röhrenmagazin drin. Jetzt weiß ich definitiv, dass das Gewehr leer ist. Hier habe ich halt im Unterschied zu Hähnel 6 oder 8 Schuss, Standardmagazine 11 Schuss oder bis zu 17 Schuss die Extended Magazine, die Maxi Magazine. Hier habe ich allein schon 40 hier drin im Röhrenmagazin, also in diesem Bereich. Und dann nochmal 10, also hier habe ich maximal 50. Das ist nicht so schön gelöst hier. Die sogenannte Kimme. Ja, Kerbe hier. Hier ist eine leichte Kerbe zu sehen. Ist halt blöd, jetzt gleichzeitig auch in die Kamera zu halten. Da ist eine leichte Kerbe. Und die soll halt vorne mit dem Korn übereinstimmen, ist ja klar, kriegen wir einen Korn. Und das ist halt nur so drunter, also nicht richtig fest, wo man die Höhe von der Kimme einstellen könnte. Also das kann leicht verloren gehen hier. Ja, das halt dementsprechend bewegt und dadurch hebt oder senkt sich halt hier die Kimme hier. Das ist wahrscheinlich für Öl. Hier diese leichte Öffnung hier. Also wenn man die Waffe ölen will, ohne sie komplett zu zerlegen. Zerlegen könnte man sie. Man könnte das hier abschrauben, also ist jetzt nicht mehr die Originalschraube, die ist wahrscheinlich schon Lavede gewesen hier. Das ist jetzt eine eigene Schraube von mir, also nur Plasterring hier. Das ist echtes Holz hier, Walnussholz, Packerholz, Nussbaum, also schön gemasert. Man sieht auch noch sehr guten Schuss. Hier noch keine Hucken und Dellen drin, ist ja klar, also ist ja kein Rummelplatzknarre, ist ja mein, ich sag mal, persönliches Eigentum und wo ich sie gekauft habe, war so brandneu und seitdem bin ich halt glücklich damit umgegangen, also in der Regel hängt sie nur an der Wand zur Zierde. Jetzt bleibt blöd, weil sich das Licht drin spiegelt, ich habe ja noch Licht angemacht hier für die Aufnahme. Könnte man, wie gesagt, wenn man diesen Ring hier löst, Plaste, könnte man das hier abnehmen, könnte man zumindest hier besser ölen, ohne dass man die Waffe komplett zerlegen muss. Ansonsten halt kann man hier Öl reinmachen. Deswegen sieht der kleine Spalt hier. Vorne ist klar. Das ist dann das eigentliche Röhrenmagazin. Und hier halt, wo es rauskommt, ist klar. Und das habe ich mal beklebt. Also nicht original hier, wie sagt man. Moment, ich drehe sie ganz um. Na, wie nennt man es? Jetzt habe ich sie ja nach unten gerichtet, also nicht auf mich gerichtet. Na, schwarz, Isolierband. Also das war ursprünglich Isolierband hier. Keine Ahnung, hat mir halt damals so gefallen, also hatte ich damals die Idee. Also könnte ich ganz leicht wieder entfernen hier. Ja,
Also normalerweise wäre das unbehandelt, also nur der Holzschaft. Und jetzt sieht man sie auch noch sehr gut in Schuss hier, der Holzschaft, ist klar. Ist ja nicht irgendwo gebraucht und ist schon durch tausende Hände gegangen. Die war ja vom fabrikneuen, brandneuen Zustand bei mir. Also möglicherweise war doch 1990 auch das Produktionsjahr mein Kaufdatum, mein Jahr, in dem ich sie gekauft habe. Jetzt muss ich es mal in meine Richtung halten, aber ich muss es ja, brauche es ja nicht so zu halten, dass ich mir selber ins Gesicht halte. Ich lege es einfach auf meine Schulter, auf den Lauf. War wahrscheinlich auch das Produktionsjahr 1990, also hat mittlerweile 35 Jahre auf dem Buckel. Also 32 Jahre, 35 Jahre, wenn sie noch 3 Jahre vorher produziert worden wäre, gebaut worden wäre. Aber auf jeden Fall über 30 Jahre. Und deswegen ist halt der Schaft noch sehr gut in Schuss. Also ist auch das, was ich damals hier angeklebt habe, Isolierband, das kann ich ja wie gesagt wieder entfernen, hinterlässt ja keine Rückstände, muss ich dann nur wieder putzen. Dass hier noch die Maserung sehr schön erhalten ist, die Holzmaserung. Also kein Plaste, echt Holz. Ich bin halt, wie sagt man, glaube ich, alle meine Luftdruck- oder Schreckschusswaffen, die ich in meinem Leben schon hatte, benutzt. Also zum Spaß, nicht nur zur Verteidigung. Früher, wo das noch möglich war. Also hier mit Führen in der Öffentlichkeit und so weiter, kleiner Waffenschein, verdecktes Führen, tralala. Die ganze Thematik Waffenrechte, Waffengesetze. Klar hat man da auch mal Blödsinn gemacht und hat sinnlos irgendwo, keine Ahnung, auf irgendwas geschossen, aber wir haben halt nie irgendwo sinnlos auf Menschen oder auf Tiere geschossen, also haben Tieren unnötig Leid angetan, also waren grausam. Auf Spatzen, auf Katzen, auf Ratten. Das macht man einfach nicht. Selbst ein Tier hat verdient, dass, wenn es schon getötet wird, dass es so gut wie schmerzlos getötet wird und nicht hier noch übermäßig grausam getötet wird, gerade wenn eine Punkkugel oder ein Diabolo ins Tier eindringt und das Tier ist nicht sofort dadurch verstorben, dass es sich dann noch quält mit der Wunde, also abgesehen vom, wenn es wie hier eine Punkkugel, damals DDR-Punkkugel, ein Blei und so weiter, dass es ein Bleigeschoss ist. Ihr wisst das selber, also wer in seinem Leben schon mal eine Wunde hatte, also muss ja nicht unbedingt eine Schusswunde sein, kann ja auch eine andere Wunde sein. Eine Wunde ist nie was Angenehmes. Und Tiere empfinden genauso wie Menschen, also auch Schmerz. Das haben wir nie gemacht. Also wir haben natürlich auch Blödsinn gemacht, haben Cola-Büchsen, Papier, also irgendwelche Pappkameraden, die wir aufgestellt haben und auch sonst was in so einer freien Natur, also draußen im Freien geschossen, aber natürlich nicht irgendwo auf Menschen oder Tiere geschossen. Und das ist halt, schätzen wir von der Luftgewehr, also der war auch nicht original hier. Also hier war nicht vorgesehen, dass hier eigentlich ein Riemen dran kommt. Hier habe ich selber halt ein Loch hier gebohrt hier. Wahrscheinlich, wo ich auch das mit dem Isolierband gemacht habe. Habe ich hier selber eine Schraube rein. Also original ist der Riemen hier nicht dran. Original hatte man hier einen Sattelring dran. Schätze mal hier. Also wie bei einem echten Winchester. Hier war eigentlich ein Sattelring. Der war mir wahrscheinlich im Weg, also weil ich Linkshänder bin hier. Dass der Sattelring irgendwo immer hier im Weg war, für einen Rechtshänder wäre es ja wurscht hier. Wenn der Sattelring jetzt hier runterhängen würde. Mich hat er halt gestört, weil ich halt Linkshänder bin. Deswegen habe ich ihn irgendwann mit Gewalt entfernt, hier den Sattelring. Hier sind noch die beiden Löcher zu sehen und habe mir stattdessen hier so drin gemacht. Hätte man so theoretisch auch beim langen Mantel hier sich diesen Riemen über die Schulter hängen können. Hätte man sie nach unten gerichtet, auch unter dem langen Mantel versteckt hätte tragen können. Also wo das alles noch rechtlich nicht so hart geahndet worden ist, hier verstecktes Führen. Ansonsten normalerweise Transport ist klar, ungeladen, entsichert, ungespannt. Transportieren darf man sie natürlich noch im Originalkarton oder halt in den Waffenfutteral, im Waffenrucksack oder irgendwas. Oder Waffenkoffer, also abschließbar. Vorhängeschloss, Zollenschloss. Ansonsten ist sie hier normalerweise jetzt Führen in der Öffentlichkeit nicht mehr erlaubt, also wie es damals war. Es sei denn halt im eigenen Besitz, im eigenen, wie nennt man es, befriedeten
Grund, also auf seinem eigenen Grundstück. Genau wie Schießen. Schießen in der Öffentlichkeit. Aber wie gesagt, ich habe den natürlich trotzdem dran gelassen, hier den Riemen hier. Also das dürfte von DDR-Luftgewehr hier der Originalriemen sein hier. Hatte ich halt wahrscheinlich noch eine übrig. Also so ist es nicht original. Original ist hier nur der Sattelring, wo man möglicherweise am Sattelring irgendwo was befestigen kann. Den habe ich aber weggelassen, wie gesagt, weil ich ja Linkshänder bin. Hier für meinen Finger, für meinen Zeigefinger. Ist ja nicht immer der Sattelring, der mich behindert. So, hier können wir es halt öffnen. Also hier könnte ich einen Schaft, die hintere Seite vom Schaft demontieren. Also wenn ich die beiden Schrauben löse und auch hier. Muss ich jetzt nochmal erläutern dafür? Hier könnte ich zwei Schrauben lösen. Hier könnte ich zwei Schrauben lösen. Da kriege ich schon mal den hintersten Schaft ab. Da wäre die Waffe dann in dem Sinne schon mal verkürzt. Also wenn es hier der Hinterschaft fehlen würde hier, dann würde die Waffe jetzt nur noch von hier, wo mein Zeigefinger ist, bis vorgehen. Also da wäre sie schon. Und das Stückchen hier verkürzt hier. Also man könnte sie trotzdem benutzen, auch ohne den Hinterschaft. Gerade Thema verstecktes Tragen, verstecktes Führen. Moment, ich muss jetzt wieder abdrücken. Ich habe wieder sinnlos durchgeladen. Achso, ich wollte ja gucken, vielleicht klappt es jetzt. Achtung. Ja, der Vorführeffekt. Vorhin kam eine Wolke raus, jetzt kommt keine raus, jetzt wo ich es zeigen wollte. Dann hier dasselbe, könnte ich sie theoretisch zerlegen. Hier ist eine Schraube. Hier ist eine Schraube. Hier ist klar, habe ich ja vorhin schon gezeigt, also ist nicht mehr original, ist schon Lavete gewesen. Dass ich hier an das eigentliche Röhrenmagazin hier rankomme. Also den Handschutz vorne kann ich demontieren, den Hinterschaft kann ich demontieren. Aber hier ist eine andere Schraube, genau. Hier steht es ja auch, Umarex, ja. Also habe ich richtig gesagt. Umarex. Daisy Umarex und hier ist ja klar das F im Fünfeck. Also abgenommen. Umarex Daisy 1894, also Anspielung auf Winchester 1894. Wie gesagt, damals mit 40 Schuss hier, war ein Magazin, jetzt nur noch 15 begrenzt. Größe her weiß ich nicht genau, also ich habe nie eine Original Winchester besessen. Aber ich schätze mal ungefähr so von der Größe her dürfte es auch mit einer echten Winchester identisch sein und natürlich auch vom Gewicht her. Also Metall, ich habe jetzt Magneten weggeräumt. Metall, Metall, Holz ist klar. Holz, ansonsten alles Metall, also Metall und Holz, also kein Kunststoff, bis auf diesen Mist hier. Das ist Kunststoff hier. Wo man das Korn, die Kimme einstellen könnte. Ist halt eine schöne, wie sagt man, Spaßwaffe. Also Plinking, Cola-Dosen, Blechdosen, Schießen, Blechziele. Man muss halt trotzdem vor jedem Schuss erst manuell wieder repetieren, aber man hätte halt theoretisch 40 bzw. sogar 50 drin oder bei 15. Bei 15 Schuss Röhrenmagazin hätte man wahrscheinlich hier 10 drin und könnte hier nochmal 15 nachladen, hätte man 25 dann drin. Also jetzt die heutigen, die nicht mehr hier 40 Schuss Röhrenmagazin haben. Ja, und hier soll schon abgeschraubt, ist klar. Hat hier schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Also hier war ursprünglich hier 10. Vom 40 Schuss Röhrenmagazin, also Waffe muss ja nach vorne und nach unten gehalten werden. Wie gesagt, Luftpistole hat man so gehalten, dann hat dann hier was hintergezogen, dass hier Zähne reingeholt sind. Bei dem ist es halt, dass das Gewehr nach unten gehalten werden muss, also der Bereich. Und dann halt hier, also wenn jetzt hier schon 40 drin gewesen wären, zack, und dann bleiben automatisch Zähne. Also hat man ja vorhin gesehen, ich schnitt zurück, vorhin haben halt hier Zähne sich vorne gesammelt. Hätte man theoretisch 50 Schuss zur Verfügung. Damit, wenn hier nochmal aufgeladen wird,
so ein Magazin mit 40. Ich habe hier irgendwelche Flecken auf der Couch hier, wenn das Ding hier, wie sag mal, das reibt hier auf dem Polster hier. Sieht man. Ja. Das hinterlässt dann solche Stellen. Also sieht aus wie Flecken, sind aber keine Flecken. Das sieht halt unschön in der Aufnahme aus. So, jetzt Sekunde, ich muss mal eine Kippe machen. Ich habe nämlich keine vorgestopft. Ich überlege gerade, ob ich noch was dazu sagen könnte hier. Wie gesagt, wirklich viel fällt mir jetzt an. Ah ja, hier unten habe ich noch was gesehen. Sekunde. Ich muss jetzt doch noch mal in die Hand nehmen. Eben war der Sicherung. Also man kann zweimal erkennen, ob gesichert ist oder ungesichert ist. Sehe ich gerade. Da ist auch was Rotes. Deswegen hat sich halt der Abzug bewegt beim Durchleiten. Wahrscheinlich, wenn das hier nicht mehr zu sehen ist. Also wenn es zu sehen ist wie jetzt. Ich habe jetzt nichts Helles, was ich dahinter halten kann. Ich könnte meine eigene Hand dahinter halten. Wenn es wie jetzt zu sehen ist, das Rote, weiß man hier, der Abzug ist sicher. Lässt sich ja nicht bewegen hier. Deswegen ist das hier zu sehen, das Rote. Da. Innen drin. Und hier oben ist ja klar, also hier. Jetzt achte ich mal auf diesen roten hier beim Durchleiten. Jetzt ist er noch zu sehen. Wenn ich jetzt wahrscheinlich zurückziehe, klappt der Hahn nach vorne. Ja, der Abzug meine ich. Das ist ja der Hahn, das ist der Abzug. Und dann ist das Rote hier nicht mehr zu sehen. Und dann muss ich aber hier nochmal ziehen und spannen und dann erst kann ich abdrücken. Also ist das gleichzeitig, wie sagt man, zur Sicherheit hier, dass man sich das Rote hier merkt. Und hier natürlich, ist klar. Achtung, jetzt mache ich ihn zurück. Mal gucken, ob das Rote verschwindet hier. Ich muss es halt so machen, dass es halt in der Kamera zu sehen ist. Achtung. Jetzt ist es rein. Hier jetzt ist es nicht mehr zu sehen. Jetzt weiß man hier schon mal, wenn das Rote hier verschwunden ist. Jetzt ist der Abzug gefährlich. Also ich habe jetzt mal mit dem Finger hier, aber ich habe halt nicht gedrückt. Jetzt ist das Rote hier drin verschwunden hier. Ja. Jetzt ist klar. Also jetzt ist schon hier leicht was Rotes zu erkennen. Erst in dem Moment, also Finger weg vom Abzug. Ja, also nicht irgendwo mit den Fingern hier unten drum machen. Hier. Erst wenn hier das nach hinten gezogen wird, dann ist er wirklich schussbereit. Also hier was Rotes, auf das man achten muss, hier was Rotes, auf das man achten muss. Mal sehen, ob es jetzt klappt. Ne, also das Bild hat kurz gezuckt, also die Kamera hat kurz gewackelt, das war alles. Ansonsten, wie gesagt, schönes Gewehr. Aber halt weniger für Präzisionsschützen. Aber dafür ist er auch nie entwickelt worden. Das ist halt mehr was zum Blinken, also Spaßgewehr. Und selbst heute, wenn es nur noch auf 15 Schuss begrenzt ist, hier das Wörtermagazin. Selbst heute, wenn das Röhrenmagazin dann noch auf 15 Schuss begrenzt ist, selbst da hat man theoretisch 20 Schuss. Also wenn man einmal 10 vorne reinmacht und dann das Röhrenmagazin nochmal verlädt, dann hätte man theoretisch sogar 50 Schuss gehabt. Ich weiß nicht, warum sowas heute nicht mehr erlaubt ist. Also wahrscheinlich irgendwelche bescheuerten EG-Bestimmungen hier. Als ob das ein Kind, wenn es angenommen Kind benutzt. Eigentlich auch nicht erlaubt, Luftdruckwaffen sind ja erst ab 14 freigegeben. Als Erwachsen darf man sie kaufen, aber ab 14 darf man sie schon benutzen, also als Jugendlicher.
frage ich mich, also sieht man halt, wie bekloppt die geht, jetzt wissen wir ja. Frage ich mich, was das für einen Unterschied macht. Für ein Kind oder für einen Jugendlichen. Ob er einen 40-Schuss im Röhrenmagazin hat oder ob er einen 15-Schuss im Röhrenmagazin hat. Er kann bereits mit einer Punktkugelschaden anrichten, wenn er jemanden im Auge oder sonst wo trifft. Also wenn er dumm ist und hält auf Menschen oder Tiere. Also da kommt es nicht auf die Munitionsmenge ein. Ist ja eh nicht wirklich Druck dahinter. Also man müsste schon relativ nah an den Menschen oder an den Tieren angehen, um wirklich ernsthaft Schaden anzurichten, aber man sollte das halt trotzdem nicht tun. Also generell im Umgang mit Waffen zu A und O, Finger weg vom Abzug, es wird erst geschossen. Es wird erst der Finger an den Abzug gelegt, wenn geschossen wird, kurz davor. Die vorne reinklotzen, gerade wenn man hinten oben am Abzug rumspielt. Oder man muss halt davon ausgehen, eine Waffe ist geladen, auch wenn man nicht am Abzug rumspielt. Also normalerweise wird nicht ein Lauf vorne reingeklotzt, es sei denn, die ist schon komplett zerlegt. Dann kann ich natürlich auch mal riskieren, einen Lauf reinzugucken. Und wie gesagt, auch nicht sinnlos irgendwo auf Sachen richten, wie andere Menschen, wie andere Tiere auf sich selber, wo ich definitiv bestimmt nicht unbedingt vorhabe, drauf zu schießen. Abgesehen von den Schmerzen, von den Schäden, die dadurch entstehen können, es ist halt auch rechtlich problematisch. Man möchte nicht sein Leben lang irgendwo deine Geldstrafe, also Schmerzensgeld, an jemanden bezahlen müssen. Tja, gut. Das war's eigentlich. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.